Mädels, hallo, nicht schlafen hier. Ich gehe auf in diesen Job, ne? Also muss ich sagen, also wunderbar. Alles gut, geh mal rein, alles gut. Das ist eine Familie hier. Und guck mal, mein Schatz, ich heule gleich. Oh, nicht, dass deine Frau da hereinkommt. Hamburger Fischmarkt, Sonntagmorgen 3 Uhr. Die ersten Händler bauen auf. Helga Halbeck, wie jede Woche, mittendrin. So, Christian, aus dem Weg. Brötchen, komm. Ja, da muss auch wieder stehen. Helga weiß, das Wichtigste für die Marktleute ist jetzt etwas Warmes und Koffeinhaltiges. So, Heidi, jetzt hast du Kaffee? Danke. Oh, alles klar. Ja. Danke, Helga. Dankeschön. Alles gut. Das ist ein großer Teil von meinem Team. Sie ist total wichtig, wie die anderen auch. Die brauche ich. Ich mache die Stinte fertig, pack die ab. Wenn ich durch bin, die sind ja vorfrittiert und dann. Die schmecken ganz lecker. Ich esse die auch gerne. Morgen! Morgen! Sind Sie auch schon da, junge Dame? Nein! War das noch von gestern? Die letzten Nachtschwärmer brauchen etwas Salziges. Ich sehe, dass du da auch so nur später unterwegs bist, oder was? Ich bin ein normaler Mensch und wir feiern. So, sag mal, was du zahlst. Ich bezahle einmal das da. Einmal das hier und die Lachsbücher, der liegen. 13 Euro. Backfisch kannst du haben, Frikadellenbrötchen. Backfisch zweimal bitte. Zweimal Backfisch. Mit Knoblauch oder Remoulade? Remo bitte. Helga ist seit 1 auf den Beinen. Durchgemacht? Ist doch erst 4 Uhr. Durchmachen ist doch bis 6, oder nicht? Also 6 Uhr morgens. Schönen Sonntag. Geh auch, ne? Tschüss. Kurz vor 5. Das Wetter ist gut. Alle Stände sind aufgebaut und die Händler bereiten sich auf einen geschäftigen Sonntag vor. Seit die Corona-Beschränkungen gefallen sind, kommen wieder viele Besucher. Helga muss zu ihrem nächsten Arbeitsplatz, nur 100 Meter entfernt. Da müsste ich einmal rein, bitte. Danke. Ihre Kollegin Anja hat schon mal geöffnet. Was machst du denn jetzt hier? Die ersten Kunden, zwei offensichtlich angetrunkene Briten, die gleich das ganze Portemonnaie in die Schale legen. Alles gut, geh mal rein. Alles gut. Johann, das müssen wir mal. Auch Fischhändlerin Heidi Meier macht sich hier frisch für den Tag. Abfahrt. Tausend Dank. Alles klar, bis später. Ich hab ein paar Bullen da. Wir können uns ordentlich heute einigen. Ich hab hier auch. Hier, Heidi. Ach, Heidi. Ja. Und guck mal da oben und da unten. Wir scheuern. Morgen. Einmal 70 Cent, bitte, bevor Sie rein. Cent. Ja. Pro Person. Ich bezahle für meinen Kollegen. Gut, 1,40. Ich bin eigentlich hier kurz so rein, weil mir kalt ist. 50. Bei dem Wetter natürlich sehr. Guck mal, dann kriegst du 60 Cent wieder. Danke dir, alles klar. Auf geht's. Geradeaus, ihr könnt durchgehen. Hallo Jungs, nicht schlafen da drinnen, ne? Nicht schlafen! Rauskommen, hier stehen Kinder! Wirst du besser schon wieder da? Ohne dich geht nichts. Danke. Danke schön. Links, ja, links, ja. Oh, nicht, dass deine Frau da hereinkommt und ich einen Knall kriegt. Ja, stimmt, bei mir, bei dir sagt sie nicht, da hast du recht. Wollen Sie auf Toilette? Und 70 Cent, bitte. I don't speak German. 70 Money. Cent. 70. Thank you. Hallo. Hier, ne? When you come out. Okay. Macht er? Ja, alles klar. 70 Cent pro Person. Ja, noch mehr. Bei Ihnen, oder? Ja, bei mir. Ich habe da kein Kleingeld dabei. Machen wir klein. 10 Euro. Anja, mach's mal bitte klein. So, und Fimmer kommt gleich noch, ne? Ja. Den kriegt sie so und ihr. Huch, Entschuldigung. Alles gut. Danke. Herzlich willkommen auf dem Hamburger Fischmarkt.
Sie sah heute ganz seriös aus, aber nachher habe ich meine Kapitänsmütze, eine echte. Nur mal so. Ahoi. Bis nachher, gute Geschäfte dir. Tschüss. Den Hamburger Fischmarkt gibt es schon seit mehr als 300 Jahren. Seit 7 Jahren ist Helga hier unterwegs. Was früher der Handelsplatz für Fische aus Elbe und Nordsee war, ist längst zum allsonntäglichen Jahrmarkt geworden. Halli! Oh, du bist lieb, danke schön. Läuft mir extra hinterher. Ne? Danke dir, alles klar. Bis gut. Danke. Danke dir, tschüss. Lass dich schmecken. Ja, mach ich. Ich dich auch. Das ist eine Familie hier. Das macht mich richtig glücklich. Das finde ich toll, da gehe ich auf. Morgen, Dina, du sollst was verkaufen. Und ich habe eine Überraschung für dich. Guck mal. Hab ich ja schon. Als Andenken. Oh, danke. Damit du an mich denkst. Oh, wie verrückt. Ich ja, habe ich extra für dich gemacht. Ach, guck mal. Ja, die sieht auch noch gut aus. Du, hör mal, und sonst alles gut? Ja, bei dir auch? Ja, bei mir ist auch alles gut. Heute aber ist ein bisschen ruhig, ruhiger. Ruhig, ne? Ruhig, ne? Heute ist ein bisschen ruhiger. Heute ist ruhiger. Wolltest du was mitnehmen, Junge? Ja, das ist ja. Ja, ess mal einen schönen Räucherlachs, ne? Dann kriegst du wieder Feuer abgemäuert. Denk, mein Lütten, was mit dir? Du lachst so. Dann gönn dir was Gutes. Ne? Schönen Räucherlachs. Nimm mal weg, dass dein Mann ein bisschen schärfer, wie er schon ist. Ja, so ist das. So, Kinders, kommt mal ran. Hamburg ist Heimat und bleibt auch immer Heimat. Also Berlin zwar war auch schön, aber du kannst es nicht vergleichen. Ich habe in Lübeck, war in Kassel, in Cuxhaven war ich, aber ich war überall. Aber ich würde immer wieder zurückkommen. Das ist wie ein Magnet. Das kann man gar nicht beschreiben. Das kann auch keiner so wiedergeben. Also das kann man auch gar nicht sagen, wie das so ist, aber das muss man fühlen. Und in einen fühlt man das. Und das ist wichtig. Das ist so, du hast dein Herz hier und das bleibt hier. 7 Uhr. Der Fischmarkt ist voll. Heute sind besonders viele Menschen unterwegs, weil hier eine internationale Sportveranstaltung entlang führt. Ein gutes Geschäft für Helga und ihre Cousine. Sie haben die Toilettenanlage am Fischmarkt gepachtet. Können Sie einmal die Frauen sich da so hin und dann lecken? Ja, die Pinkelbecken sind frei. Die Pinkelbecken, wenn einer nur pinkeln muss, Pinkelbecken sind frei. Echt? Die Damen nicht, natürlich. Nicht ans Becken. Sonntag ist immer viel los. Aber heute kommen Anja und Helga an ihre Grenzen. Die Schlange reißt kaum ab. Vor 4 Jahren wurde Helga 60. Und das mit einer besonderen Überraschung. Ich kenne Urlaub gar nicht und das weiß ich. Und ich bin immer das ganze Jahr durchgehend arbeiten gar nicht, auf Feiertag, alles. Oder auf dem Weihnachtsmarkt habe ich ja bei Familie Schwarz gearbeitet. Also jahrelang immer zu Weihnachten 4 Wochen durchgearbeitet. Und dann haben sie mir dann Urlaub geschenkt, zu meinem Geburtstag haben sie gesammelt, Heidi zum Beispiel, Heidi Fist und alles so, was die ganzen Märkte haben. Und kam so eine Sache zusammen, dass ich nach Lanzarote, Porto del Carmen, Porto del Mar ist das Hotel gewesen, geflogen bin. Und da war ich dann 9 Tage haben sie mir. Und von da an habe ich gesagt, jetzt spare ich immer, versuche Urlaub zu machen. Der nächste Morgen, 3 Uhr. Helga unterwegs zu ihrem dritten Job. Immer wenn ich für Heidi fahre, dann bin ich auch mal schon fast eine Stunde früher da, um zu sehen, dass alles klappt, weil ich keinen Stress machen möchte, ne? Weil ich auch selber für mich keinen Stress machen möchte. Und dann läuft das auch alles, ne? Morgen, ihr zwei. Hi. Habt Begleitschutz, ja. 2 bis 3 Mal in der Woche fährt Helga frischen Fisch aus. Habe ich alles von euch? Gut, alles klar, bis später, tschüss. Wenn Notstand ist oder wenn sie Hilfe braucht, dann fahre ich auch mal für sie. Ne? Ist doch schlecht in der heutigen Zeit, so viele Leute zu kriegen. Ne? Es dauert etwa 1 Stunde, bis der Wagen komplett ist. Die Männer verladen den Fisch tonnenweise. Aber gestern war noch mehr? Gestern war mehr. Ich habe gestern 1,3.
Ach du Scheiße. Auf die Sprinter. Oh, das ist richtig voll. Das ist richtig ja, voll ich musste nach Firmen gestern. Ja, und dann musst du mal wieder sortieren, ja. Ne, wo, wenn eine raus, rein. Das oh. Vergessen. Ich weiß. Aber jetzt 3 Tage frei. Oh, jetzt muss ich ja meine Lieferscheine holen. Oh. Viktor? Viktor? Hab ich alles? Ja. Gut. Danke. Hier. Aber heute richtig, ne? Nee, deswegen will ich sie jetzt auseinanderkurbeln, ne? Dann bin ich wieder... Ja, alles gut. Helgas Tour geht heute in die Vier- und Marschlande. Ich bin weg, ne? Tschüss. Bis nachher. Bis später. Je früher Helga losfährt, desto besser kommt sie durch die Stadt. Die Läden und Fischhändler warten auf ihre frische Ware. Also wir sind zwar schon ein bisschen später losgefahren, normal versuche ich immer um 3:30 loszufahren. Dann komme ich überall pünktlich, dann brauche ich, aber Stress mache ich mir sowieso nicht. Aber du weißt ja nie, was manchmal los ist, wenn du fährst mit dem Auto, ob da irgendwo eine Sperre ist oder so. Hamburg ist ja nun leider im Moment so verzwickt mit den ganzen Baustellen. Sie hatte die Fischhändlerin auf der Toilette kennengelernt. Da hat sich so eine Freundschaft so ein bisschen angewandt, dann habe ich so ein bisschen geholfen. Und dann ist sie mit mir die Touren abgefahren und so, fand ich ganz toll. Ist sie selber mit mir gefahren, hat mir alles gezeigt. Und so kann sie mich jederzeit anrufen. Ich will nur ein bisschen, sagen wir mal, Hand anlegen, ein bisschen Gewicht tragen, damit der Körper fit bleibt. Und hier, wenn du irgendwo hinfährst oder so, du hast zwar immer dieselben Kunden, aber es ist trotzdem was anderes. Und du kannst ja hier, wenn du fährst, du hast deine Ruhe, kannst in Ruhe fahren. Zwischendurch, wenn ich tank, dann nehme ich mir noch einen Kaffee mit unterwegs. Und dann, es ist Arbeit in dem Moment trotzdem, ne? Morgen! Conny ist da. Bitte schön, Conny. Vorsichtig. Hat er noch gut gemacht gestern mit ihm? Sollen wir Conny fragen, ne? Matthias, einmal ein oder was? Also ich sehe hier nur einmal. Dann bringen ihn weg. Ja, nur einmal. Vorne, Conny, weil da steht nichts drauf und die von Goslack, die von Fischwagen Edeka hat gesagt, ihr fehlt was. Ist das, habt ihr dann das auch bestellt? Den Bestellzettel gucken, sei mal so, ich muss das alles auspacken so. Und zählen. Ach so, okay. Scheiße. Doch, da nützt ja nichts, müssen wir durch, ja. Weil sie sagt, ihr fehlt Flusskrebse und so was alles. Wir freuen uns immer, wenn die Helga hierher kommt. Das ist immer lustig, immer cool. Toll. Und sie kommt wirklich immer schön. Wir haben immer was zu lachen, ne? Ja. So, Helga. Schön gemacht. 8 Uhr. Helga ist jetzt 4 Stunden unterwegs. Die letzte Auslieferung macht sie bei ihrer Freundin Ute. Die beiden haben sich vor 5 Jahren über den Job kennengelernt. Irgendwann planen sie mal, einen gemeinsamen Urlaub zu machen. Bisher hat es nie geklappt. Ute, Kaffee nur mit Milch, ne? Stell's hier hin, ne? Alles klar, Helga. Und tschüss. Wir müssen nochmal drüber unterhalten, ne? Wenn wir essen gehen wollen. Ja, machen wir auf jeden Fall. Ja? Für ja. Mädchen, du sagst Bescheid. Ich mach jetzt euch Bescheid. Ne? Ja? Kaffee tschüss. Steht da, ne? Tschüss. Danke dir. Tschüssi. Tschüss, mein Schatz. Helga war 3-mal verheiratet. Das reicht ihr. Wenn jemand mir näher kommt und jemand mich in den Arm nehmen will und so, das kann ich nicht, weil ich will keine Gefühle zulassen. Menschen gegenüber, das möchte ich nicht. Also ich habe Angst, ich werde enttäuscht, wenn ich zu viel Nähe zulasse. Und deswegen bleibe ich auch. Ich bin schon seit 1999 alleine. Und ich bin so glücklich, alleine zu sein. Keiner, der mir sagt, oh, wo bist du wieder? Oder der mich kontrolliert oder sonst was. Das ist sowas sonst schön. Die Elbe hat sie vermisst, als Helga 14 Jahre in Berlin wohnte. Auch deshalb ist sie 2000 mit ihrer Tochter nach Hamburg zurückgekommen. Ihr Sohn war damals noch nicht geboren. Als junge Frau hatte Helga gut gelebt. Naja, doch, früher habe ich ein bisschen mehr ausgegeben und lockerflockig. Also da als junges Mädel hast du nicht dran gedacht und dann hast du da was gemacht und da was gemacht. Also da hat man schon auch klamottenmäßig, das war egal, dann hat man seine MCM-Taschen gekauft. Dann hast du, sagen wir mal, im Monat 2000 Euro über gehabt und dann hast du dafür was gegen Luxus hier geleistet. Das ist alles Blödsinn gewesen. Heute hat sie eine Rente von 450 Euro. Sag mal so, meine kleine Rente, komme ich sowieso nicht mit klar.
Das ist meine Miete, meine Kosten gedeckt so ein bisschen. Und deswegen genieße ich das jetzt, dass ich mir das auch mal erlauben kann. Ne? Trotz Arbeit mal da und da, dass ich ein bisschen was dazu verdiene. Aber das ist schön. Ne? Das ist herrlich und das ist auch entspannt. Das ist auch, warum ich auch immer so viel Spaß im Leben habe neuerdings. Was ich vorher nicht so hatte, als kleines Kind, sage ich nicht, aber als Jugendliche vielleicht, dann war es ein bisschen anstrengender. Ne? Aber so ist das herrlich. Und keiner, der einstimmt. Die Kinder sind aus dem Haus. Ihre Tochter führt ein etabliertes Leben in der Gastronomie und ihr Sohn studiert noch. Also hier bleibe ich jetzt offiziell bis 17 Uhr. Manchmal mache ich auch ein bisschen länger, weil das so schön ist hier. Manchmal bleibe ich ein bisschen länger, weil das gemütlich ist. Setze ich mich hier draußen hin und dann gucke ich aufs Wasser und dann schön. Zu Hause wartet ja niemand auf Sie. Mittwochs muss Helga nicht ganz so früh aufstehen. Sie besucht ihre Cousine auf dem Wochenmarkt in Flottbek und bringt meistens etwas zu essen mit. Zu Hause hat sie schon eine Suppe gekocht. Eine Lauchcremesuppe bringe ich jetzt hierher und dann kriegen sie die von mir und dann können sie mittags essen und so. Weil ich bleibe sowieso nicht lange, weil ich ja eh zum Fischmarkt runterfahre. Und dann freuen die sich manchmal, ne? Weil ich koche ja auch so viel da unten und ich kriege ja auch so viel. Das muss mir auch mal ein bisschen wiedergeben, ne? Na, und dann sind die auch dankbar. Hier, ich habe eine schöne Lauchcremesuppe gemacht, ne? Ja, yes, das ist super. Weil ich hab kamst du nicht klar damit? Ich habe versucht, Eier zu kochen. Oh, oh. Also, Stecker ist klar, das weißt du ja sowieso. So, dann machst du hier. Genau, geht das also. Ich auch dann gehst du hier rauf. Du kannst es entweder so haben, dass du... Du musst einen Topf haben. Den Topf? Halt ihn da. Ah, genau. Ohne Topf geht's ja nicht. Du musst einen Topf raus, sonst geht's automatisch wieder aus. Ne? Bleib jetzt hier stehen. Ja, bleib. So. Tschüss. Wir sehen uns Sonntag. Denkst an Raumspray. Ja, mache ich auf jeden Fall. Nein. Morgen, Fuzzi, ich habe dir was mitgebracht. Ja. Wenn es nicht passt. Wenn es nicht passt. Wenn es nicht passt, ne, dann behalte ich das selber oder ich gebe es zurück. So, die Wochenmärkte sind ein bisschen wie Familie. Da hat man so immer die gleichen Leute, die morgens kommen. Die gleichen Leute, wo man weiß, okay, da gibt es ein Käffchen, da lieber einen Tee oder so. Das ist schon was anderes. Das kann man zum Vergleich ein bisschen, Fischmarkt ist ein bisschen wie Isestraße, das sind so Touri-Märkte und die Wochenmärkte sind so ein bisschen familiär, da kommen auch viele Stammkunden. Diana, habe ich dir mitgebracht, oh, was du haben wolltest. Endlich habe ich Haare. Soll ich dir mal gleich ranklatschen? Ich wollte die erst mit Strähnen nehmen, aber ich habe gedacht, nee, lieber die, oh, weißt du? Hattest du, was hast du für welche? Die, was du hast, genau dieselbe. Die gleichen? Ja, die gleichen. Wenn nicht, bringe ich noch mal eine mit Strähnen mit. Endlich lange Haare oder sowas. Oh, das sieht aus wie echt, ne? Toll, ne? Das sieht aus wie echt. Sieht aus wie echt? Ja, passt genau dahin. Latte Macchiato. Es ist immer falsch. Aber. Es ist immer, ich spreche es immer falsch. Ich weiß ja, was du magst. Wenn es dir nicht so gut geht, ist Helga immer da. Helga gehört einfach dazu. Es geht jetzt nicht nur um einmal WC, sondern einfach, es geht um Helga. Deswegen kommen sie alle zu ihr. Kriege ich Gänsehaut, guck mal, mein Schatz. Ich heule gleich. Ich lasse mal weitergehen. Wir sehen uns nachher noch. Oh, nee. Alles klar, ich geh weiter. Tschüss. Helga ist in der Holstentwiete in Altona geboren und mit 7 Geschwistern aufgewachsen. Heute wohnt sie wieder in dem Viertel. Der Vater starb früh. Ihre 83-jährige Mutter Gisela lebt mit ihrem zweiten Mann noch in Hamburg. Eine Weile hatte Helga wenig Kontakt zu ihrer Familie. Das hat sie inzwischen geändert. Ich brauche nicht viel. Was soll ich so einen Schnickschnack haben? Was soll das? Muss ich nicht haben. Ich habe 10 Hosen, 10 Hemden, Unterwäsche, reicht. Ne? Also. Mit 18 hatte Helga auf dem Kiez als Tänzerin gearbeitet und gestrippt. Getanzt habe ich aber überwiegend von den Bee Gees die Musik. Disco Lady und so, und dann habe ich so auf Disco gemacht und so, ne, wie man so in der Disco so tanzt und wie man so, und dann so mit nach der Musik dann oben was ausziehen, dann fing das an mit Klamotten, mit der Boa und alles. Ist ja heute alles nicht mehr so, ne, aber es war schön, das hat mir mal Spaß gemacht.
Und hier, das war mit meinen beiden Brüdern, mit Ingo und Martin. Das war im Charlie's Nightclub. Da haben wir was getrunken zusammen, da haben wir uns dann manchmal getroffen. Und das war am Hamburger Berg, das ist ja nicht mehr. Je älter sie wird, desto wichtiger werden ihre Erinnerungen, sagt Helga. So, Helga. Schön. Noch eine Stunde, bis sie die Toilettenanlage wieder öffnet. Zeit für einen Spaziergang mit ihrer Hündin Ellie an der Elbe. Okay. Hey. 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 Als Kind ist Helga hier schwimmen gegangen. Damals war das Verhältnis zwischen Helga und ihrer Mutter nicht einfach. Inzwischen ist das vergessen. Sie treffen sich regelmäßig zum Essen mit Stiefvater Ben. Weil man hat mir immer gesagt, ich soll das besagen. Ja, das nützt ja alles nichts. Das ist Helga, Karin und Angelika. Das war bei Tante Lore. Ja. Helga war das eigensinnigste ihrer 8 Kinder. Sie hatte Konfirmation. Das war das Schlimmste. Mit ihrer Schwester haben wir zusammengelegt, die Konfirmation, weil sie sowieso aus der Schule geflogen ist. Einen Tag vor der Konfirmation haben wir Helga überall gesucht. Ja, irgendwo bei einer Freundin haben wir sie gefunden. Ich will aber nicht. Und da musste sie ein Kleid von ihrer Schwester anziehen, weil sie dann kein Konfirmationskleid hatte. Und ich kann mich noch entsinnen, da hat Ben mit mir in der Küche nachher, habe ich mit den Hintern auf dem Küchending gesessen und dann hier auf die Arbeitsplatte und da hat er sich mit mir ernsthaft unterhalten. Ja. Was ich dann auch verstanden habe, das weiß ich ja, noch. Ja, ja, ja. Das habe ich auch noch im Kopf. Aber trotzdem war ich bockig. Trotzdem war ich ein bisschen genervt. Also sie hat mir schon immer mit dem Kopf durch die Wand. Helga hat ereignisreiche Zeiten hinter sich. Und doch ist sie sich treu geblieben. Vom renitenten Teenager zur guten Seele des Fischmarkts. Ich lasse mich zu nichts zwingt von keinem mehr. Das habe ich gelernt im Leben. Als Kind war ich schon bockig und heute bin ich erst recht bockig. Und das ist mein Leben und da freue ich mich drüber, dass ich so bin. Danke, sieht gut aus. Gut. Und das ist es ja. Zum Fischmarkt gehört das Hochwasser, etwa 5-mal im Jahr. Für die Besucher hat Helga eine kleine Galerie aufgehängt. Und das hier, da normal sollte das nicht so hoch sein und wir sind drin geblieben, weil da haben wir gedacht, das ist nicht so hoch. Und das ist von 29. Oktober 2017. Alles, dies hier alles. Und da haben sie es hier rausgeholt, weil wir drin geblieben sind. Da kamen so Luftblasen, das Wasser ist ja hochgekommen. Und dann kommt er aus dem Keller nach oben und dann waren so Luftblasen. Und weil hier ja Gas ist, habe ich gedacht, das ist vielleicht die Gasrohre irgendwas kaputt. Dann haben wir bei der Feuerwehr angerufen, mussten sie uns hier rausholen mit dem Schlauchboot, haben sie uns hier rausgeholt. Da seht ihr, wie er denn mit den Treppen. Ne? Doch heute ist bestes Fischmarktwetter. Helga will sich noch schnell einen Kaffee holen, bevor der Markt um 9.30 Uhr zu Ende ist. Schaffst du den Baum nicht mehr, oder was? Der ist zu groß für dich, ne? Stida, hast du nachher einen Kohl für mich über? Nee, hat Tim dahin. Hat Tim dahin? Ja. Dann gehe ich noch hin mal eben. Ein Kohl für Tim, oder? Ja, dann mach ich wieder Kurland. Oh, ja. Und dann brauche ich nachher so ein scharfes Ding hier. Das brauchst du auch noch, ja, ne? Mein Herzschäler, ne? Ja, 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 Helga, ja, ne? Ja. Dein Herz habe ich ja schon, nur den Schäler möchte ich. Papa hat gesagt, du bringst mir nachher einen Kohl. Ja, bring ich den Kohl. Und dann mach ich Kohlrouladen. Gut, okay. eine Latte, aber nicht deine. Eine Latte, mach mir eine Latte. Aber eine Latte, aber nicht deine. Am Morgen wird stark. Kavalier, jo. Ich benehme mich heute. Du nimmst dich heute, aber nur heute, ne? Heute. Ich bin rot. Komm hier, verdammt, lecker. Das ist eine Familie hier. Also, ich kann das nicht anders beschreiben. Ne? Und ich finde es schön. Und immer wieder schön, auch so mal einen kleinen Schnack zu halten oder
mal da kann man so, oder wenn man Fisch haben will oder so, sie bringen mir das ja auch oder sie geben. Und man hat ja, also ich selber habe nicht viel, aber das wissen sie und ich finde das toll, ich will kein Geld. Mir reicht das. Essen, Trinken, wie ich schon gesagt habe, also Dach über den Kopf, Essen, Trinken, reicht mir. Was soll ich mit Geld? Geld kann ich nicht mit Geld kann ich nicht in die Erde reinnehmen. Geld, das ist nur Bezahlungsmittel, das ist für mich nur Bezahlungsmittel, wo man es bezahlen muss. Aber Geld macht doch nur nicht glücklich. Glücklich macht das hier. Das macht mich richtig glücklich. Das finde ich toll. Da gehe ich auf. Eine Durchsage für die Marktbeschicker. Die Marktzeit war um 9.30 Uhr beendet. Der Verkauf ist sofort einzustellen. Die Marktstände sind abzubauen und die Marktfläche ist zu räumen. So, 10 Euro Kiste. Schnell noch ein Schnäppchen machen, bevor der Markt für diesen Sonntag vorbei ist. Bei Helga und Anja ist noch was los. Heute waren hier schon mehrere hundert Menschen auf der Toilette. Und Helga passt immer noch gut auf. Ja, habe ich gesehen. Alles klar. Danke. Was kostet? 70 Cent pro Person. Danke. Ich bringe gleich Geld. Nee, leider. Nein, leider. Leider nicht. Nein. Dann müssen wir holen. Ja, das macht nichts. Das kenne ich schon. Ich bringe Geld und dann kommt man nicht wieder. Weil Cousine Anja schon eine Stunde früher da war, macht sie jetzt Feierabend. Einen schönen Feierabend. Ja, den wünsche ich dir auch. Komm gut nach Hause. Ich bin jetzt weg. Ja, oh, Gott sei Dank. Wenn du groß machst, ist ja klar, manchmal riecht das auch dementsprechend. Und wenn es so stark riecht, dann gehe ich auch durch. Oder ich gehe durch, wenn die alle die Toiletten besetzen und viele so lange warten müssen. Weil so wie ich sprühe, dann kommen sie ganz schnell raus, weil sie dann ein schlechtes Gewissen haben. Und auch wenn, deswegen klopfe ich auch manchmal an die Tür. Das ist tatsächlich, weil viele sind da nur Handy, oh, Toilette ist sauber, schön. Wie zu Hause Zeitung lesen? Nee, jetzt haben sie das Handy. Nein, nein, nein. Helga ist es ein Anliegen, dass ihre Toiletten immer sauber sind. Gerade an einem Tag wie heute mit 6 Stunden Dauerbetrieb. Ich würde gerne Euro geben, aber ich habe nur 2. Darf ich den teilen? Ja. Halbieren wir den, ne? Vielen Dank. Das ist sehr angenehm. Oh, danke, das höre ich gerne. Ja. Danke. Das hört man mal zu selten. Nee, aber es ist, also man denkt es nicht, man geht auf den Fischmarkt und dann, oh, schön. Das freut mich, dankeschön. Einen schönen Tag noch und schönen Dank, ne? Oh, ich wollte gleich wieder. Oh, war schon eine Anerkennung immer. Oh, scheiße, ich muss mich verdrehen, sei mir nicht böse, alles gut. Hier ist Gemeinschaft, kann man sagen, Freundschaft. Und man kann sich auch ausquatschen, man kann auch, mit mir auch, also wenn da Probleme sind, einer hat, dann nehme ich ihn auch mal in den Arm oder dies und jenes. Man spürt das einfach, ich bin der Meinung, man spürt das einfach. Ne? Und das muss man auch machen, weil die Leute sind meistens, einige sind sehr gefrustet, die sind, kommen mit Leben nicht mehr klar. Und wenn man die einmal nur in den Arm nimmt, nur so ein kleines bisschen, dann kommen die Tränen auf einmal und es ist wie eine Erleichterung für die Person. Ne? Und ich finde es schön, ich konnte wieder was Gutes machen. Helga würde am liebsten 102 werden. Und so lange arbeiten, wie es möglich ist.